eToro präsentiert den Spieltagscheck. Moin und herzlich willkommen zu unserem eToro Spieltagscheck. Heute mit einem Experten für den kommenden Gegner und das ist Sonny Kittel. Moin und schön, dass du dabei bist. Moin. Ja, Sonny, ich habe es gerade angeschnitten. Du bist ein Experte für die heutige Ausgabe, hast 3 Jahre beim FCI gespielt, bevor du dann 2019 zu uns in den Volkspark gewechselt bist. Verfolgst du die Spiele der Schanzer noch? Auf jeden Fall. Hab noch viele Freunde da. Und genauso auch, wie ich die Eintracht noch intensiv verfolge, vielleicht auch ein Tick intensiver als Ingolstadt. Aber wie gesagt, ich kenne da noch viele Jungs und so lange ist es jetzt auch nicht her. Ja, du wirst auch gleich noch einen besonderen Gruß von einem alten Kollegen bekommen. Doch bevor wir uns diesem Gruß widmen, schauen wir jetzt erstmal in unsere Kategorie, unser HSV. Also ich habe ja schon öfters erwähnt, ja, dass wir auf einem guten Weg sind. Ja, und der Weg muss auch weitergehen. Wir versuchen weiter, unsere Leistungen zu optimieren, versuchen weiter zu arbeiten, versuchen weiter natürlich das Maximum rauszuholen. Für uns ist es immer eine Herausforderung. Ja? Wir wollen besser werden und deswegen ist eine ganz enge Liga, das habe ich schon immer gesagt. Wir sind eine junge Mannschaft und für uns gilt es, dass wir auch Leistungen bestätigen, dass wir trotzdem weiter uns entwickeln. Das tun wir auch im Training schon und von daher, ich glaube, das ist die Schwierigkeit, dass jeder was erwartet und wir eigentlich nur die Erwartung an uns selber haben, immer besser zu werden. Und das ist die Herausforderung, egal in welchem Spiel, das wir spielen. Also wir haben immer Rückenwind, weil wir wissen, was wir können. Wir wissen, was wir aber noch verbessern können. Und deswegen, wir sind unserer eigenen Stärke uns bewusst. Deswegen treten die Burschen auch so auf. Und das wollen wir einfach weitermachen. Und dementsprechend ist unser Trainingsalltag immer voller Freude und voller Spaß, aber auch voller Energie und voller Leidenschaft. Und das macht genau den Unterschied aus, dass wir da ja auch einen Fokus drauf legen, dass die Jungs genau das, was sie fühlen und was sie spüren, dann auch aufs Training übertragen. Wir sind zurück in den Medienräumlichkeiten des Volksparkstadions und schauen jetzt ein bisschen auf deine Geschichte. Über deine beiden Knorpelschäden, deine Kreuzbandrisse haben wir hier zu Genüge geredet. Das wollen wir gar nicht so thematisieren. Das hast du sehr, sehr beeindruckend und persönlich in unserem Podcast Pur der HSV nochmal beschrieben. Das verlinken wir für die Fans nochmal in den Shownotes. Wir wollen uns jetzt ein bisschen auf die Zeit danach konzentrieren, denn der FC Ingolstadt hat eine sehr, sehr wichtige Rolle für dich in deiner Karriere eingenommen. Kannst du vielleicht einmal die Bedeutung dieser 3 Jahre beschreiben, die du da in Bayern hattest? Ja, trotz der Abstiege würde ich jetzt mal sagen, war das eine sehr positive und erfolgreiche Phase in meiner Karriere. Ich bin, wie gesagt, auf sehr tolle Menschen getroffen und auch auf Leute in der medizinischen Abteilung, die mir, sage ich mal, mich wieder stabilisiert haben. Und denen bin ich natürlich bis heute sehr dankbar und mit all denen bin ich immer noch in Kontakt. Und deswegen, das ist natürlich mit auch ein Grund, wir haben uns einfach insgesamt sehr wohl gefühlt und ich würde sagen, ich bin so zur Altersstärke wiedergekommen in Ingolstadt und deswegen wird das auch immer einen Platz in meinem Herzen haben, die Zeit. Das ist eine große Bedeutung und in dieser Zeit hast du auch mit einigen Jungs zusammengespielt, die jetzt aktuell auch noch für den FCI kicken, beispielsweise Stefan Kutschke, Fabian Buntic, Fatih Kaya und Co. Wie ist da der Kontakt noch? Ist der noch aktiv oder hat sich das ein bisschen jetzt über die Jahre verlaufen? Ehrlich zu sein, sehr gut noch. Wir haben fast
wöchentlich Kontakt, klar mit den ein oder anderen mehr, mit Kutsche natürlich am meisten, aber wie du gerade gesagt hast, Fatih auch, der zeitweise oder teilweise fast bei uns gewohnt hat damals. Und ja, Marcel Gauss, Marc Stendera, mit dem ich jetzt nicht in Ingolstadt zusammengespielt habe, aber aus Frankfurt noch sehr gut kenne. Von daher ist die Bindung zu Ingolstadt und zu den Jungs auch noch sehr groß und intensiv. Einen Weggefährten hast du jetzt noch angesprochen, den ich eben nicht aufgezählt habe, denn der hat jetzt eine Nachricht für dich, die wir einmal einspielen wollen. Lieber Sonny, ich hoffe, dir und deiner Familie geht's gut in diesen besonderen und schwierigen Zeiten. Familie steht an erster Stelle. Nichtsdestotrotz habe ich in der letzten Woche auch gesehen, dass du auf dem Platz gute Leistung gezeigt hast. Kleiner Tipp am Rande, wenn ich dich am Wochenende auf meiner Seite sehen sollte, dann zieh am besten gute Schienbeinschoner an. Ansonsten, was mir natürlich noch in Erinnerung geblieben ist aus unserer gemeinsamen Zeit hier in Ingolstadt, sind viele, viele gute Sachen. Wenn ich ans Spielersatztraining denke unter Nuri und auch viele weitere Geschichten, die Auswärtsfahrten mit euch zusammen auf dem Zimmer, waren schon gute Zeiten. Direkt anschließend daran, direkt meine Frage auch direkt an dich. Wie sieht's aus? Hast du mittlerweile wieder Kontakt aufgenommen zu deinem Hauptbruder Gauli? Oder wie sieht's da aktuell aus? Weil das hatte ich ja damals doch schon ein Stück weit mitgenommen. Liebe Grüße in den Norden und bis zum Wochenende. Ciao. An der Stelle wollen wir uns erstmal bei der Medienabteilung des FCI bedanken, die hier tatkräftig unterstützt haben und das Video eingesendet haben. Ja, Sonny, Gauli, der scheint eine besondere Rolle eingenommen zu haben, denn Stefan Kutschke hatte schon eine Frage im Podcast dazu gestellt. Kannst du uns da vielleicht einmal aufklären? Es ist, glaube ich, der Zeugwart gewesen bei euch. Richtig, ja. Es war der Zeugwart bei uns und ja, eigentlich kann man auch sagen, dass das so mit der beste Freund von Marcel Gauss war und ja, ihn haben wir so ein bisschen damit aufgezogen und er versucht das Ganze jetzt so ein bisschen auf mich zu lenken. Da besteht auch eine gewisse Ähnlichkeit zu Marcel. Will er nicht eingestehen, aber ja, da kann ich dann auch nichts mehr tun, als ihm das nur immer wieder zu sagen. Ja, das sehr, ist so die Geschichte. Sehr gut. Dann schauen wir am Wochenende mal, vielleicht ist der Zeugwart ja dann dabei oder ist der nicht mehr aktiv? Nee, der ist nicht mehr aktiv. Okay, alles klar. Dann könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wenn ihr Marcel Gauss am Sonntag hier im Volkspark seht. Wir schauen jetzt erstmal nochmal auf das Sportliche. Du hast ja gesagt, dass du den FCI noch ein bisschen verfolgst. Ihr seid knapp 2 Monaten ist André Schubert jetzt an der Seitenlinie, ein Zweitliga-erfahrener Trainer. Kannst du beurteilen, wie sich das Ganze verändert hat auf dem Rasen, fußballerisch unter ihm? Ja, ich will jetzt auch nicht so viel darüber reden, weil ich jetzt nicht täglich da bin und auch nicht im Team bin. Ist immer schwer, von außen was dazu zu sagen. Aber natürlich habe ich alles verfolgt und ja, ich denke schon, dass sie jetzt versuchen, anders Fußball zu spielen. Sie wollen Fußball spielen, das war vorher nicht so der Fall. Dementsprechend haben sie wahrscheinlich auch nicht so gespielt, wie sie sich das vorgestellt haben im Verein und dann auch diese Entscheidung getroffen, die dann getroffen wurden. Aber wie gesagt, das ist nicht meine Baustelle. Ich denke, sie haben jetzt schon zuletzt auch gute Leistungen gezeigt, haben sich vielleicht auch nicht belohnt mit Punkten dann am Ende. Wenn man das Paderborn-Spiel nimmt oder jetzt auch gegen Karlsruhe, war glaube ich schon mehr drin. Deswegen sollten wir das nicht unterschätzen und das tun wir aber auch nicht. Wir wissen schon, dass Ingolstadt gefährlich sein kann. Für uns steht jetzt am Sonntag das 2. Heimspiel gegen ein bayerisches Team binnen 8 Tagen an. Die Konstellation bzw. die Platzierung der Gegner könnten kaum unterschiedlicher sein. Regensburg kam als 2., Ingolstadt jetzt als 18. Wie verändert das, jetzt gar nicht so auf die Tabellenkonstellation bezogen, aber wie verändert sich die Vorbereitung für euch in der Woche? Wie zu jedem Spiel auch, dieselben Abläufe und derselbe Fokus und dieselbe Konzentration. Wir wollen einfach die 3 Punkte hier behalten und wollen am besten natürlich so eine Leistung zeigen wie gegen Regensburg. Gegen Regensburg, jetzt hast du es gerade angesprochen, hast du mit einem Treffer und 2 Vorlagen natürlich eine ganz besondere Leistung abgeliefert und hast nicht nur Applaus geerntet draußen auf den Rängen, sondern bist auch im FIFA Ultimate Team Team of the Week. Und welche Bedeutung hat das für dich? Freust du dich darüber und findet diese Karte, die du gestern dann bekommen hast, einen besonderen Platz bei dir? Ja, natürlich freut man sich. Ich habe bis zu dem Zeitpunkt, wo meine Tochter noch nicht da war, fast täglich FIFA gespielt, deswegen ja, hatte schon eine besondere Wertschätzung für mich, sage ich mal, aber ja,
hauptsächlich freue ich mich natürlich für die 3 Punkte und dass wir so ein gutes Spiel gemacht haben und dass ich natürlich dann meinen Anteil daran hatte. Und ja, die wird schon irgendwann dann mal ein gutes Plätzchen finden. Ja. Sehr gut. Das heißt, du hast in dieser Woche dich selbst noch nicht gezogen, weil du aktuell neben Job und Familie nicht so viel Zeit dafür hast. Das stimmt. Vielleicht können die Fans mal Bezug nehmen. Vielleicht hat der ein oder andere Sonny schon in sein Team bekommen. Schauen wir nochmal aufs Sportliche. In den vergangenen Wochen seit dem Düsseldorf-Spiel hast du oft, jetzt ausgenommen von dem Karlsruhe-Spiel, eine zentralere Rolle eingenommen. Ist das etwas, was deinem Spieler mehr zugute kommt? Du hast jetzt in 16 Spielen 12 Torbeteiligungen geliefert. Das ist natürlich auf allen Positionen so, aber ist diese Rolle nochmal eine, die deinem Spiel vielleicht eher zugute kommt? Ich habe das, glaube ich, schon öfter mal beantwortet. Das kommt immer darauf an, gegen wen man spielt und wer um dich herum spielt, also im Team. Aber ja, ich habe mich auf jeden Fall wohl gefühlt und ja, wenn ich jetzt auch links spiele, sage ich mal, oder auf den Außenpositionen, versuche ich genauso meine Leistung zu bringen wie im Zentrum. Dass es jetzt zuletzt vielleicht ein bisschen besser aussah im Zentrum, ja, freut mich. Gibt mir auch ein gutes Gefühl, dass ich, wie gesagt, auf beiden Positionen gute Leistung bringen kann. Und auf diese Leistung hoffen wir natürlich auch am Sonntag. Und jetzt schauen wir erstmal in unserem Gegnercheck auf den FC Ingolstadt 04. So hat sich der FC Ingolstadt die Rückkehr in die zweite Bundesliga mit Sicherheit nicht vorgestellt. An 12 der bisherigen 14 Spieltagen stand der FCI auf einem direkten Abstiegsplatz. Der letzte Sieg ist bereits 3 Monate her und mit 9:31 Gegentoren stellen die Schanzer zudem die schwächste Offensive und die schwächste Defensive. Unter dem neuen Trainer André Schubert, der das Amt am 27. September von Roberto Petzold übernahm, gelang Ingolstadt noch kein Sieg. Zudem plagen den FCI Verletzungssorgen. Die beiden wertvollsten Stürmer Dennis Eckert-Ajensa und Neuzugang Patrick Schmidt laborieren an einem Schlüsselbeinbruch und einem Handgelenksbruch. Zudem fallen Außenspieler Kanigia Elva, Mittelfeldmotor Yassin Ben Balla und Innenverteidiger Tobias Schröck aus. Um das Ruder rumzureißen, hat der FC Ingolstadt einen alten Bekannten an Bord geholt. Seit Anfang November ist Ex-HSV-Vorstandsvorsitzender Dietmar Beiersdorfer Sportchef bei den Schanzern. Und bei noch einem Namen werden HSV-Fans hellhörig. Seit 2019 schnürt Maximilian Beister die Schuhe im Audi Sportpark. Ob für diese beiden Ex-HSVer die Rückkehr im Volkspark angenehmer wird als für den FCI in der zweiten Liga, wird sich am Sonntag zeigen, wenn Ingolstadt in Hamburg zu Gast ist. Wir kommen zu unserer beliebten Crunch-Time und gehen jetzt mit Sonny in unseren Wettbewerb. Du hast in der vergangenen Saison lange Zeit mit 8 richtigen Antworten geführt. Am Ende hat Kinso das Ding mit 12 Dingern gerockt. Aktuell führt Kinso auch mit 8,5 richtigen Antworten. Viel Diskussion kannst du dir gerne nochmal anschauen, aber wir wollen jetzt natürlich hören, was ist deine Zielsetzung für heute? Ja, natürlich die Tabellenführung zu übernehmen. Gut, das heißt mindestens 9 und dann hoffen wir natürlich, dass du das liefern kannst. Für unsere Zuschauer, die es noch nicht gesehen haben, das Format, es geht darum, 60 Sekunden lang den Ball hochzuhalten und dabei möglichst viele Fragen richtig zu beantworten. Falls Sonny in diesem Fall dann eine Frage nicht direkt beantworten kann, kann er einfach weiter sagen, um etwas Zeit zu sparen. Und dann würde ich sagen, wenn du keine Fragen mehr hast, können wir loslegen. Keine Fragen mehr. Dann gibt's das Go in 3, 2, 1. Sonny, wer hatte vor dir die Nummer 10 beim HSV? Lasogga. Richtig. Der HSV hat zuletzt 3 Leihspieler verpflichtet für diese Saison. Richtig oder falsch? Falsch. Richtig. Für welchen Verein bist du häufiger aufgelaufen? Ingolstadt oder den HSV? Ingolstadt. Richtig. Ingolstadt hat es wie wir ins Pokal-Achtelfinale geschafft. Wahr oder falsch? Falsch. Korrekt. Wer ist älter, Ferro oder du? Ferro. Korrekt. Um wie viele Ratingpunkte ist deine FIFA-Inform-Karte? 5. Falsch, 6. Was? In wen hast du mehr Tore geschossen, den HSV oder den FCI? HSV. Korrekt. Du standest mehr als 3-mal gegen den HSV auf dem Spielfeld. Wahr oder falsch? Falsch. Ist wahr. In welchem Jahr hast du die silberne Fritz-Walter-Medaille erhalten? 2010. 2011.
Wer trägt jetzt deine ehemalige 10 bei Ingolstadt? Stendera. Korrekt. Mit welchem HSVer hast du die meisten gemeinsamen Spiele bestritten? Ja, Sonny, 7 richtige Antworten sind es. Es hat nicht ganz gereicht. Vielleicht geht es in der Rückrunde nochmal in die Challenge für dich. Wie fällt dein Fazit aus? Das ist natürlich bitter. Muss ich jetzt erstmal verkraften, aber vielleicht kriege ich die Chance ja nochmal in der Rückrunde. Sehr gut. Darauf freuen wir uns, genauso wie auf das Heimspiel am Wochenende, für das ihr noch Karten erstehen könnt. Und jetzt verabschieden wir uns erstmal mit einem Danke an Sonny und sagen nur der HSV.